Herzlich willkommen, liebe Löwenfans, liebe Zuschauer, zu unserer ersten Ausgabe von Löwengebrüll, das Magazin. Unsere Idee ist, euch die längste Sommerpause aller Zeiten ein wenig zu überbrücken mit Informationen, mit mehr oder weniger Wissenswerten rund um die Löwen. Und ab sofort wollen wir jeden Dienstag um 19.30 Uhr bis zum Saisonbeginn eine neue Folge des Löwengebrülls produzieren. Es wird unterschiedliche Rubriken geben, dazu nachher noch ein bisschen mehr. Und wir werden auch in jeder Folge, so haben wir es uns jedenfalls vorgenommen, einen Gast hier in unserem gemütlichen Löwenstudio haben. Natürlich unter Berücksichtigung der Corona-Regeln. Und natürlich haben wir auch eine Challenge, Löwenpong. Oh. Ja. Kurz die Regel. So, 1 Meter Entfernung, 5 Versuche. Der Ball muss mindestens einmal aufspringen. Und wer trifft bei 5 Versuchen am meisten in den Becher? Ich fange mal an, ich zeig's mal, ist ja ganz einfach. Zwei. So einfach ist es doch nicht. Oh nee, 3. Jedes Mal der gleiche Fehler. Wenn es der Trainer sieht. Ja, oh, 4. Und jetzt der letzte Versuch. Einer muss doch klappen. Ja, so einfach ist es. 5 Versuche. Mal schauen, wer am Ende unserer Sendung das Löwengebrüll, das Magazin, gewinnt. Heute mein Gast und er hat sicher eine Menge zu erzählen. Herzlich willkommen, Franz David Fritzmeier. Hallo Rüdiger, hallo liebe Löwenfans. Ja, zunächst hoffe ich natürlich mal, es geht euch allen gut. Ja, in der schwierigen Zeit. Ich kann euch sagen, den Jungs, alle, die hier sind und alle, mit denen ich gesprochen habe, denen geht es alle gut. Und wie gesagt, ich hoffe, auch euch geht es gut. Und ihr bleibt alle gesund. Und wir sehen uns alle nächste Saison wieder. Ja, du siehst auf jeden Fall schon mal fit aus. Also brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Bevor wir zu dem aktuellen Status kommen rund um die Löwen, will ich dich noch ein paar Sachen fragen. Einen kleinen Rückblick zur letzten Saison. Die erste Frage, wie war das eigentlich, wie du den Spielern gesagt hast, aus, die Saison ist zu Ende? Ja, so ein bisschen muss ich sagen, fehlen wir dabei immer noch die Worte. Ich versuche es jetzt gerade mal in meinem Kopf wieder abzuspielen. Es war an dem einen Tag, wo wir uns natürlich schon vereinsintern mit der Vereinsführung besprochen hatten, wo es sich angedeutet hatte, hat es in mir schon gearbeitet und man hat die Jungs dann schon mal so ihnen ein Herz abgegeben, dass vielleicht was passieren könnte. Aber da hat eigentlich keiner so groß drauf reagiert. Das war noch bevor die große Krise ausbrach und es wurde ganz normal trainiert. Alle waren heiß, alle waren eigentlich nur fokussiert aufs erste Playoff-Spiel. Und ja, aber so ganz schnell am nächsten Tag wurde es dann zur hundertprozentigen Gewissheit. Und wie hast du das konkret gemacht? Bist du dann in die Kabine runter? Wir haben hier ein Meeting gemacht. Ich habe die Jungs am Vortag informiert, dass auch kein Training stattfinden wird. Dann denke ich, hat es sich schon ein bisschen angedeutet, was passieren wird. Und es war schon ein bitterer Moment. Also es war bei aller Priorität natürlich, dass Gesundheit absoluten Vorrang hat und. Da waren natürlich viele der Spieler, manche würde ich sogar sagen, den Tränen nah, weil die arbeiten darauf hin, die ganze Saison. Also es ist ja ein ganz, ganz weiter Weg, bis ihr überhaupt mal in den Playoffs bist und alle waren super motiviert. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten, vielleicht auch einen Titel zu gewinnen und das war einer der schwersten Momente, würde ich sagen, die ich einer Mannschaft mitteilen musste. Ja, auch ein einmaliger Moment auf jeden Fall. Sind die Spieler jetzt eigentlich alle zu Hause? Ja, wir haben natürlich dann relativ schnell reagiert und vor allem die ausländischen Spieler sind dann direkt ausgeflogen, um auch noch in ihre Heimatländer zu kommen, zu ihren Familien nach Hause. Ansonsten von den deutschen Spielern haben wir es ja mittlerweile so, dass fast alle in Frankfurt wohnen, also auch das ganze Jahr über, auch im Sommer über.
bis auf einige wenige, die aus anderen Städten kommen, die sind natürlich auch zu Hause, aber die hier in Frankfurt sind, sind natürlich auch laut Corona zu Hause, halten sich hauptsächlich zu Hause auf, aber in Frankfurt oder Umgebung. Ja, noch eine Frage, was war denn auch zur letzten Saison, was war denn für dich ein Saisonhöhepunkt, ein besonderes Spiel oder ein besonderer Moment in der letzten Saison? Ja, es, also wenn ich so zurückdenke, gab es die Saison natürlich auch ein paar Tiefen, aber natürlich auch gerade zum Schluss sind viele Höhepunkte. Einer war sicher das Wintergame, wo wirklich die Mannschaft, wo es einen gewissen Klick gemacht hat in der Mannschaft, und es war natürlich ein unglaubliches Erlebnis, und dann mit dem Sieg da rauszugehen, hat der Mannschaft unglaublich Kraft gegeben. Aber auch, muss ich sagen, in anderen Phasen, wo wir so viele Verletzte hatten und wo es vielleicht nicht so lief, wie die Jungs da zusammengehalten haben, wie sie sich da über die Weihnachtszeit, über die schwere Zeit mit jeden zweiten Tag ein Spiel und nur noch 14, 15 Leute im Kader, wie wir da fast jedes Spiel gewonnen haben, das war schon sehr besonders. Und da ist wirklich, gerade in der Zeit, ist was, eigentlich was Großes gewachsen in dieser Mannschaft, wo sich ja auch bis zum Ende dann hingezogen hat, und deswegen war es dann aus sportlicher Sicht umso trauriger, dass wir nicht weiterspielen konnten. Auch mit den Zuschauern ist es zusammengewachsen in dieser Zeit, das war auch ein... 100%, also ich muss sagen, aber es auch unglaubliche Momente waren, also wie es natürlich in der Zeit, wo es vielleicht nicht optimal lief, obwohl wir auch vor der Saison, ich kann mich nur gut erinnern, wo wir beide Eis angekündigt haben, dass es eine schwierige Saison werden wird, dass viele Mannschaften stark sein werden, und genau so ist es ja auch gekommen, was toll ist auch für die Liga, aber natürlich gerade für die Favoriten erstmal ein bisschen schwer zu handeln war, und wir natürlich auch in einigen Momenten nicht so on waren und vielleicht auch ja eine gewisse Mama einfach noch nicht so bissig, nicht so hungrig waren, und wie die Fans dann vor allem unsere Fans im Stadion, wie die reagiert haben, ja, wie die trotz, dass sie vielleicht auch gemerkt haben, komm Jungs, ja, da geht mal ein bisschen mehr, oder das ist, es kann nicht alles sein, aber wie sie dann eigentlich die Fans versucht haben, die Mannschaft zu tragen, ja, und normalerweise soll ja erstmal der Funke von der Mannschaft auf die Fans überspringen und dann kommen die Fans, aber da muss ich sagen, unsere Fans waren einfach überragend, die haben gemerkt, die Mannschaft ist die ist gut, und die wollen auch, aber sie irgendwie, irgendwas hemmt sie momentan, oder es ist, sie sind, und sie brauchen unsere Unterstützung, und das waren schon auf gut Deutsch geile Momente, wie es dann auch im Moment, wo es auf dem Eis nicht so gut lief, immer lauter wurde im Stadion und die Fans eigentlich uns dann doch zum Sieg getragen haben. Ja, fand ich auch überragend. Jetzt so mit ein bisschen Abstand, gibt es eigentlich auch was, wir haben ja viele positive Sachen aufgezählt, gibt es eigentlich auch was, über das du dich jetzt so im Nachhinein so richtig geärgert hast? Ja, wie ich gerade schon ein bisschen angesprochen habe, vor allem in der Anfangszeit, also es lief alles sehr gut, der letzte Sommer war sehr gut, wir hatten ein super Trainingslager, aber es ist so eine gewisse ja, Stimmung eingetreten, wir sind gut vorbereitet, aber es hat so, irgendwie hat es sich angedeutet, es hat was gefehlt so ein bisschen, also die Spieler waren alle, haben sich sehr gut verstanden, das Klima in der Mannschaft war auch in schweren Zeiten super, was ja sehr positiv ist. Aber manchmal hätte ich mir also gewünscht von dem einen oder anderen, gerade auch, auch von manchen jüngeren Spielern, dass er ein bisschen schneller einen Schritt nach vorne macht. Aber andererseits sind es auch die Spieler alles Menschen, ja, die vielleicht auch mal zwischendurch mal ein Tief haben, oder auch vor allem junge Menschen, die Zeit brauchen, sich zu entwickeln, und es sind keine Maschinen, aber da war ich zwischendurch mal, also es ging nie darum, dass irgendein Spieler ausgeschert ist oder nicht mitgezogen hat, alle haben sich professionell verhalten, aber es hat so ein bisschen was gefehlt, der letzte Biss, und aber das hat dann das Trainerteam mit der Mannschaft, wir alle gemeinsam mit den Fans geschafft, das bisschen, was gefehlt hat, dann zu bringen, und dann hat sich die Mannschaft, ich meine, man muss sagen, schwere Zeiten helfen oftmals auch dazu, also tragen dazu bei, dass es dann umso besser wird. Ja, wenn man durch keine Täler geht, kommt man auch meistens nicht so einen hohen Berg rauf. Ja, und genau so war es dann im Endeffekt auch. Und es ist ja auch immer besser, schwach anzufangen und gut zu enden, als umgekehrt sehr gut anzufangen und dann schwach zu enden. Was es ja in dieser Saison auch bei dem einen oder anderen DEL2-Konkurrenten gab. Das muss man auch sagen, es ist jetzt die zweite Saison hintereinander, dass natürlich hinter unser, also muss ich unser Trainerteam vor allem auch nochmal sehr loben,
alle zusammen, dass sie immer einen genauen Plan hatten, dass die Mannschaft entwickelt werden sollte. Und natürlich sind wir eine Mannschaft, die über weite Phasen vom Anfang auch härter trainiert, vielleicht als andere, um sich auf den Endspurt vorzubereiten, weil uns, also der Hauptpunkt unserer Saison soll ja im April sein oder Ende April vor allem oder März beginnend, aber Ende April. Und da musst du natürlich, hast du verschiedene Phasen in der Saison, wo dann schon geplant auch war. Man hat es letztes Jahr gesehen, wo wir ja auch nicht von Anfang an Erster waren und auch weit hinter Ravensburg waren, also die Saison davor und dann als Erster abgeschlossen haben. Und auch dann diese Saison wieder, wie weit war eigentlich, also eigentlich nach dem Spiel in Kassel hatte ich nicht gedacht, dass wir nochmal rankommen, weil wir haben zwar alles gewonnen dann, aber das heißt ja auch gleichzeitig, waren Mannschaften, die hatten viele Punkte vor uns, die sind ja dann in ihrer Leistung runtergegangen. Ja, und da muss ich sagen, wir hatten wieder eine kontinuierliche Entwicklung, zwischendurch war das Tief vielleicht ein bisschen größer, als wir erwartet hatten, aber insgesamt war die Entwicklung, ging wieder dann zum Schluss steil nach oben und genau so soll es ja eigentlich auch sein. Jetzt haben wir genug über die alte Saison gesprochen, jetzt gucken wir uns aber auch noch mal ein paar Highlights an aus der Saison 2019-2020. Bitteschön. Schön in den Rückraum und Tor! Auffällig, dass die Löwen immer wieder direkt im Slot zu Schussmöglichkeiten kommen und Tor! 2:0! Und Tor! Ist das 3:0! Pankowski hat die Scheibe eigentlich in der Fanghand, aber sie flutscht ihm da wieder raus und sie fällt hinter ihm über die Linie. Keine leichte Aufgabe für beide. Und jetzt sehen Sie sich nochmal hier beim Penalty. Gervais trifft, der Ausgleich. Eisenmenger in den Lauf gespielt. Und die Scheibe springt da. Und da ist Tor! Katapult räumt da die Scheibe ab und direkt in die Masche, in die Führung. Rock bringt die Scheibe da in die Mitte. So, heute Mitchell. Löwen. Tor! Erste Unterzahlsituation ohne Gegentreffer und da ist das 1:0 für die Gäste. Ja, wo kommt der denn her? Und wunderschön gesehen da im Slot. Austin Carroll erhöht auf 3:0. Und das war ein schöner Pass und ein schönes Tor von Carter Prof. Auf Hüttel, Scheibe abgefälscht und Hoppe Ranta steht genau richtig. Der Ausgleich. Und da ist die Führung. Schuss abgefälscht und die Scheibe hüpft über die Linie. Geklärt von den Löwen. Was ein Pass auf Mitchell. Der kommt an Mitchell. Mitchell mit der Rückhand und er macht das 5:3. Aber jetzt gefährlich, da ist sie frei und er macht in den Zeige der Tor rein. Das 2:1. Oh, McCauley. Mit dem 3:3. Fanta. Fanta hält einfach drauf. Der Ausgleich in Überzahl. Und da ist die Führung für die Löwen.
Joel macht den Ausgleich. Großer Bogen. Von außen. Was hat er drin? Und er macht ihn. Für die Gäste. Gegen Jimmy Hertel. Und er verzockt sich da. Die Löwen holen sich den Extrapunkt. Ja, tolle Bilder und gute Arbeit von Matti. Du hast es gesprochen. Matti Tilikainen ist wieder zurück jetzt in Finnland. Bist du sehr traurig, dass er uns verlässt? Ja, ich muss sagen, wir haben schon ein großes weinendes Auge auf einer Seite, weil was hier in den letzten beiden Jahren entstanden ist, auch eine Gemeinschaft mit der Mannschaft, wie jetzt nicht nur der Matti, sondern das ganze Trainerteam, wie sie die Mannschaft geführt haben, wie sie sich auch entwickelt haben, wie schnell das auch ging. Ich meine, ich wusste, sie sind top ausgebildete Trainer, aber es ist ja doch auch ein großer Schritt, vom Nachwuchs im Profibereich zu gehen. Aber man hat eigentlich das nie so wirklich gemerkt. Es war von Tag 1, waren sie voll da, hatten den Laden im Griff. Natürlich mussten sie auch lernen zwischendurch, also es gehört auch dazu, sind ja auch noch junge Trainer, also war wie gesagt der letzte während der Saison, muss man nicht so war, mussten wir alle lernen, ja, also es geht bei mir los und über die Trainer zu den Spielern, jeder muss dazulernen, nur dann verbesserst du dich. Und aber insgesamt gesehen hat das Trainerteam eine überragende Arbeit geleistet, haben Erfolg gebracht, haben sich selber weiterentwickelt, haben die Spieler weiterentwickelt, wie man auch sieht, Spieler. Jetzt nenne ich mal ein Beispiel gleich direkt, dass uns zum Beispiel ein Max Eisenmenger, der eigentlich ein bisschen aus dem Nichts kam, ja, aus der College-Liga, wo er wenig Spiele gemacht hatte, wie der sich in den letzten beiden Jahren zum Spitzenspieler entwickelt hat, der jetzt genauso im Endeffekt wie der Matti zum finnischen Erste, zum immer noch aktuellen finnischen Meister wechselt, als Head Coach wechselt der Max Eisenmenger. Das ist auch ein großes, trauriges Auge für uns einerseits, dass er in die DL wechselt, aber beide haben sich auch verdient, denke ich. Und beide öffnen uns natürlich auch Türen, sowohl der Matti, dass wir dann Trainer wie den Olli Salo, der jetzt schon relativ viel Erfahrung im Profibereich hat, in der finnischen ersten Liga, oder auch andere Spieler, die Max Eisenmenger folgen, so Stories wie von Matti Tilikainen und Max Eisenmenger, die öffnen uns natürlich weitere Türen, um den Prozess fortzuführen. Wollen wir uns gerade noch ein paar Abschiedsworte von Matti Tilikainen anschauen. Matti, the last time on your workplace, how does it feel? Awkward, different, I don't know, it have been so much fun to be on the bench behind the guys, and I have been loving it so much, so I'm gonna miss it. I'm really gonna miss it a lot. Now, obviously, it's kind of, like you said, it's awkward, the ending of the season. How much of an emotional roller coaster is it for you? Like, between unfinished business, then obviously health, but you couldn't end it the way you probably wanted to. Yeah, that's for sure. Nobody wants this kind of end. But after first disappointment, first 2 days, now you have seen what the world is going and what have happened. So I think this was the right decision for sure. And that was necessary to do. That was very important. And yeah, like you said, unfinished work. But in the end, that I just hope that everybody stay healthy and the hockey will come back for sure. And that's not the most important thing right now. So I just wish all of the world and Germany, Finland, everywhere, just people stay healthy. When you look back, or when you will be in Finland, what will you miss about the Löwen and about Frankfurt? For sure, I totally miss the environment and the atmosphere in the games. That's the most important thing what I'm going to miss. The people around me, I'm going to miss a lot. We have great coaching staff. They work very, very hard. Franz did a great job as a GM. You don't get the better GM for sure. He's a great. And all the club and everything, like, I'm going to miss a lot for sure. And like I said, the fans, how they treat us, how they support us. You remember we have been 3 goals down and they make standing ovation. They want to push us and then we win the games. Like this kind of feeling you don't get in the places, not much places. So yeah, that's I think the most important thing what me and my family are going to miss. Ich liebe Löwen fans. Danke.
Ja, Franz, ich habe ja schon viele Trainer in Frankfurt erlebt. Was mich fasziniert hat, ist, mit was für einer wahnsinnigen Ruhe und mit was einer Fokussierung die hier gearbeitet haben und von der Ruhe und trotzdem Bestimmtheit, also nicht lethargische Ruhe, sondern von dieser ruhigen Ausstrahlung, das habe ich hier in den vielen Trainern, die ich hier erlebt habe, noch nicht mitbekommen. Das war für mich eigentlich das ganz Besondere an Matti Tilikainen. Ja, man muss sagen, am ganzen Trainerteam. Ja. Also der Matti war natürlich der Head Coach, aber sie sind sehr moderne Trainer, die absolut im Team arbeiten und die sich natürlich dadurch unterstützen. Und wenn du Unterstützung hast und wenn du auch in der Lage bist, im Team zu arbeiten, dann kannst du natürlich auch viel ruhiger sein, weil der Stress weniger ist. Ja. Und wir alle zusammen haben, denke ich, immer sehr ruhig und sachlich gearbeitet, haben zusammengehalten und waren hochprofessionell. Und und das ist auch der, eben, wie ich vorher angesprochen habe, sie kamen zwar in Anführungsstrichen aus dem Nachwuchsbereich, aber aus dem finnischen Nachwuchsbereich, wo sie auch schon relativ viel erreicht haben und hatten eine absolute Professionalität. Ja, sind mit dem, da geht es einerseits natürlich um das Fachwissen, aber andererseits natürlich auch um Menschenführung. Und sie waren, also ich war immer wieder fasziniert, wie sie mit der Mannschaft umgegangen sind, auch in ihren jungen Jahren, wie sie die Mannschaft angeführt haben. Und wie wir auch gemeinsam, also ich hatte immer, wir hatten in den 2 Jahren natürlich schwierige Zeiten, aber es gab nie so eine Unruhe hier im sportlichen Bereich, dass wir gesagt hätten, ja, bin ich froh, wenn ich hier mal nicht hinkommen muss, sondern wir haben immer gemeinsam für die Löwen gearbeitet und wir hatten immer ein sehr gutes Klima hier. Ja, schon eine besondere Epoche, ja. Wann kommt Olli Saaloch? Du hast es schon angesprochen. Ja, wir haben ja mittlerweile so das Konstrukt, was ich auch sehr froh bin, dass wir uns als Club so weiterentwickelt haben und auch sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit hier haben, dass die Trainer ja auch bei Matti Tilikainen, er war jetzt 2 Saisons hier, aber eigentlich war er 2 Jahre hier. Er kam ja damals auch schon im Juni oder im Mai und er war dann bis jetzt halt März, nicht ganz 2 Jahre, aber letzten Sommer auch durchgehend hier und hat mit den Spielern gearbeitet. Das Gleiche gilt für Marco Reiter, jetzt auch Walter Salo, die sind den ganzen Sommer hier, arbeiten mit den Spielern, soweit es möglich ist, natürlich jetzt ein bisschen schwierig momentan. Und Olli Saaloch würde eigentlich auch am 1.5. bereits zu uns stoßen, also wenn quasi das neue Jahr im Eishockey-Bereich mehr oder weniger beginnt und mit der neuen Mannschaft direkt arbeiten oder mit den Spielern, die hier sind, aber jetzt wird es vielleicht schwierig, ob er am 1.5. hier einfliegen kann mit seiner Familie. Wir hoffen jetzt immer noch, aber Gesundheit geht vor. Also wir werden sehen. Aber grundsätzlich würde er am 1.5. hier beginnen. Wie halten sich die Spieler aktuell fit? Die Spieler, also das ist aber das Gute, dass wir ein großes Trainerteam haben. Die haben sofort reagiert, haben sofort individuelle Trainingspläne ausgearbeitet. Aber muss ich auch mal ein großes Lob an David Duvel, unseren Fitnesstrainer, der jetzt nicht nur ein Fitnesstrainer ist, sondern der sehr eng mit dem Trainerstab zusammenarbeitet. Er ist natürlich im Fitnessbereich ein bisschen der Chef, aber es wird alles in Zusammenarbeit mit den Trainern ausgeführt. Die Trainer haben sich hingesetzt, der Walter für die Torhüter mit dem David zusammen, der Marco mit dem David zusammen für die Spieler, haben individuelle Pläne erstellt, sodass jeder Spieler und soweit es möglich ist, individuell trainieren kann und überwachen das natürlich auch und versuchen den Spielern dadurch zu helfen, dass wir die Zeit auch nutzen, zumindest individuell, um uns wieder auf die Zukunft vorzubereiten. Und damit ihr auch zu Hause fit bleiben könnt, gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten, haben wir für euch mit David Dubiel für jede Woche eine Übung vorbereitet. Fit mit David, die ihr zu Hause gerne nachmachen könnt. Hallo liebe Löwenfans, ich bin's, euer David, Fitness- und Athletiktrainer. Heute möchte ich euch die Möglichkeit geben, euch genauso fit zu halten wie die Spieler durch die Corona-Krise. Viel Spaß dabei und genießt es. So, die folgende Übung ist vor allen Dingen für die Dehnung des Hüftbereichs zuständig. Die gibt es in verschiedenen Variationen und Schwierigkeitsgraden. Ich zeige euch von leicht zu schwer die Übung heute. Ihr kniet euch hin oder geht in die kniende Position. Ein Bein ist vorne. Ihr achtet darauf, dass der Rumpf gerade bleibt. Und dann schiebt ihr langsam das Knie nach vorne und erzeugt so einen größeren Winkel in der Hüfte und eine Dehnung im vorderen Oberschenkel bis hoch in den Hüftbereich. Diese Übung für 10 bis 20 Sekunden halten. Und dann die Seite wechseln. Sollte die Übung zu einfach für euch sein, gibt es hier die Möglichkeit, das Ganze zu intensivieren. Einen Fuß legt ihr dabei auf die Couch oder auf einen Stuhl oder aufs Bett, je nachdem, wie hoch das Ganze ist, sodass ihr bequem in diese Position kommt.
Jetzt bleibt ihr so dicht wie möglich mit eurem Gesäß an der Ferse dran und lehnt euch ganz langsam nach hinten, um die Dehnung auf den vorderen Bereich der Oberschenkelmuskulatur und die Hüfte zu intensivieren. Die Übung auch für 10 bis 20 Sekunden halten und dann einen Seitenwechsel. Für diejenigen von euch, denen die beiden Ausführungen vorher zu einfach waren, der Couch-Stretch oder auch der normale Ausfallschritt-Stretch, könnt hingehen und könnt selbstständig das hintere Bein in eure Hand nehmen, die Ferse Richtung Gesäß führen und dann sich so aufrecht wie möglich positionieren. Hierbei ist es wichtig, die Balance zu halten und dabei nicht umzufallen. Ihr könnt euch ruhig abstützen und genauso wie vorher 10 bis 20 Sekunden die Übung halten und dann langsam locker lassen und in den Seitenwechsel gehen. Die nächste Übung, der World's Greatest Stretch. Einige kennen die Übung bestimmt schon von der Vorstellung der Saison 2019-20. Eine unserer Lieblingsübungen. Ihr geht in die Ausfallschrittposition, die ihr vorher schon eingenommen hattet. Stützt euch mit einer Hand ab, sodass zum Beispiel das linke Bein und der rechte Arm vorne sind. Der linke Arm ist dabei frei. Und ihr probiert nun mit dem Ellbogen Richtung linke Ferse zu gehen und dreht euch dabei langsam und so weit wie möglich auf. Wieder zurückgehen, Ellbogen Richtung Ferse probieren zu bewegen und langsam aufdrehen. Wiederholt beide Seiten für 10 Wiederholungen und wechselt dann die Seite. Ja, liebe Löwenfans, vielen Dank fürs Mitmachen und bis nächste Woche. Ja, also ich hoffe, ihr macht die Übungen alle nach. Das werden wir natürlich dann zum Saisonbeginn kontrollieren. Jetzt kommen wir aber zu dem, was alle interessiert. Franz, was kann man denn sagen zu den aktuellen Verträgen, beziehungsweise was kannst du denn heute schon Neues berichten? Ja, muss ich sagen, erstmal einige positive Nachrichten, auch wenn es noch nicht namentlich unterlegt sein wird hier. Weil eben, wenn man Vereinbarungen mit Spielern trifft, also zumindest mündlich oder mit sich mit den Spielern einig ist, dann müssen auch die Verträge noch fertig gemacht werden und deswegen sind wir da immer ein bisschen vorsichtig, bevor wir was bekannt geben. Also wir glauben jetzt nicht bei unserem Spiel, dass nochmal einer abspringt. Aber ich kann sagen, wir haben mit einigen Spielern aus der vergangenen Saison eine Einigkeit erzielt. Einige Spieler sind ja sowieso, siehe unsere jungen Spieler oder Faber, Buchwieser, und noch einige andere sowieso unter Vertrag und wir haben uns mit 5 weiteren Spielern bereits aus der Mannschaft für die nächste Saison geeinigt, wo jetzt die Verträge fertig gemacht werden und damit steht die Mannschaft eigentlich schon zum Großteil, wird auch zu großen Teilen zusammenbleiben. Es gibt noch ein paar Positionen, wo wir auch mit Spielern aus der jetzigen Mannschaft noch verhandeln oder auch auf der Suche nach neuen Spielern sind. Ja, also wie gesagt, es ist sehr positiv, dass ein Großteil der Mannschaft zusammenbleibt und wie jedes Jahr gibt es halt auch ein paar Abgänge. Das ist natürlich, muss man die Mannschaft immer wieder ein bisschen auffrischen auch und der Mannschaft ein bisschen neue Impulse geben. Gleichzeitig haben wir natürlich die Situation. Kannst du schon was sagen zu den Abgängen? Ja, werde ich gleich. Es gibt halt auch in der DL2 eine weitere in Anführungsstrichen Regelverschärfung, dass es nächstes Jahr nur noch 15 Spieler auf dem Spielberecht sein dürfen, die Ü24 und alle anderen müssen drunter sein. Dieses Jahr waren es noch 17 und das hatte halt auch die Konsequenz, dass wir quasi uns von 2 Ü24 Spielern trennen müssen, die einfach dann keinen Platz mehr haben und ja, wie gesagt, und es gibt und da sind Entscheidungen gefallen und ich möchte vorneweg sagen, diese Jungs haben alle einen sehr guten Job gemacht bei uns, angefangen mit Lukas Kosol, der jetzt mittlerweile der dienstälteste Spieler bei uns war, die längste Zeit hier war, der wirklich auch sehr gut gearbeitet hat, leider ein bisschen Verletzungspech hatte, aber wir haben uns entschieden, dass wir mit ihm nicht verlängern. Bedanken uns für seine gute Arbeit, tolle Arbeit, die wir mit ihm verbracht haben, alles positiv und wünschen ihm alles Gute. Der nächste ist, was man noch sagen kann, ist Dominik Meisinger wird uns auch verlassen. Meisi wirklich ein super Typ, der auch die 2 Jahre, die uns jetzt begleitet hat, leider oft Verletzungspech hatte, aber insgesamt super Job gemacht hat, einer der Leader der jungen Spieler war, die jungen Spieler angeführt hat und in seinem Bereich wirklich sehr, sehr gut gearbeitet hat. Aber wie ich vorher schon angekündigt habe, es gibt 2 ältere Spieler weniger. Und ja, da muss man Entscheidungen treffen. Und da geht es auch weiter. Wir haben uns auch entschieden, auf der Torhüter-Position eine Position mit einem U24-Spieler zu besetzen.
Den Namen werden wir auch demnächst bekannt geben, wird auch ein alter Bekannter sein, der zu uns zurückkommen wird. Und somit haben wir uns dann entschieden, uns von Jimmy Hertel zu trennen. Jimmy hat auch dieses Jahr, siehe Wintergame und viele andere Spieler, einen super Job für uns gemacht. Hat wirklich in vielen Phasen, haben beide Torhüter uns wirklich auch viele Spiele gewonnen. Wir hatten ein Top-Torhüter-Duo, aber wie gesagt, wir haben uns dafür entschieden, dort mit einem Torwart zu gehen, der auch in diesen U24-Bereich fällt und von dem wir uns auch für die Zukunft viel erhoffen. Und und deswegen sind diese Entscheidungen bisher gefallen. Ja, immer traurig, wenn verdiente Spieler weggehen. Vor allen Dingen haben sie sich auch alle um die Organisation bemüht und hast gerade gesagt, Jimmy Hertel auch nicht nur im Spiel die sportliche Leistung, sondern auch, was er nach dem Spiel immer seine Tänze und seine Ideen, die er mit eingebracht hat. Was mir ganz besonders wehtut in diesem Jahr, ich konnte mich gerade von diesen drei Spielern überhaupt nicht persönlich verabschieden, was es noch nie gab. Und da müssen wir auch nochmal überlegen oder nochmal gucken, das ist ja zählt ja für viele unserer Zuschauer auch, weil es ja keine Abschlussfeier gab. Dass wir da nochmal irgendwann eine Lösung finden, dass wir auch gerade von den Spielern, die uns verlassen haben, dass wir die standesgemäß irgendwie, ich habe noch gar keine Idee, aber dass wir die irgendwie nochmal ordentlich verabschieden können für das, was sie im Trikot der Löwen Frankfurt geleistet haben. Absolut, denn ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei allen dreien, wie gesagt, wir hatten ja auch keine Chance, auch uns so viel zu verabschieden. Klar, man hatte, also ich konnte mich schon von den Spielern verabschieden, wir hatten persönliche Gespräche, also gab ausführliche Gespräche mit den Spielern, halt 1:1, das ist ja möglich. Und auch natürlich die Trainer und alle haben sich von den Spielern verabschiedet. Und ich möchte mich nochmal ausdrücklich auch bei den drei auf dem Weg bedanken. Sie haben wirklich einen super Job für uns gemacht und wünsche ihnen wirklich nur das Beste für die Zukunft. Natürlich, ja. Jetzt kommt aber dann auch heute, willst du auch eine Neuverpflichtung bekannt geben? Wer ist es? Unsere Neuverpflichtung ist, wie schon viel spekuliert, und da war mal eine sehr gute Spekulation, und zwar wird uns in der nächsten Saison Alexei Dimitriev von letzter Saison Iserlohn Roosters, davor lange Zeit Düsseldorfer EG, verpflichten. Er wird wird für uns ein Spitzenspieler, also Alexei Dimitriev, wir sehen ihn als Spitzenspieler für die Zukunft, für unsere Mannschaft. Und er wird uns, wie gesagt, auch in der Gruppe der Leader hier verstärken. Ja, wir haben ja mit unseren Musketieren Mitch Lewandowski und dann haben wir natürlich mit Max Faber, der sich zum Leader aufgeschwungen hat, mit Martin Buchwieser. Dann kommt jetzt Alexei Dimitriev dazu, sehr erfahrener Spieler, der aber... Ist Michel übrigens auch verlängert, weil du es gerade angesprochen hast? Sind wir auf einem sehr guten Weg. Ja, da geht es einfach nur um Details, aber... Ich bin sehr guter Hoffnung, dass der Adam bei uns bleiben wird. Also wir sind beide sehr gewillt. Also der Adam ist sehr gewillt, bei uns zu bleiben. Und wir wollen ihn natürlich auf jeden Fall behalten. Aber offiziell vermelden tun wir immer, wie ihr das kennt, liebe Löwenfans, erst dann, wenn die Unterschrift unter dem Vertrag ist, von Seiten des Spielers und von Seiten des Vereins. Und dann werden wir es offiziell melden. Ja? Aber es sieht gut aus. Ja. Sieht gut aus, ja, absolut. Also wie gesagt, da geht es um Details. Und wir tun uns immer, wir machen das ja immer so, dass wir erst, wenn die Tinte trocken ist, dass wir dann Sachen bekannt geben, und da gibt es halt manchmal auch Kleinigkeiten zu klären noch, und aber wie gesagt, wir haben einen weiteren Topspieler dazu bekommen, weil wir Alexei Dimitriev ist 35 und wir bauen auch schon ein bisschen für die Zukunft natürlich weiter, jetzt mit Buchwieser, Mitchell, mit Buchwieser, Dimitriev, Faber, weil irgendwann werden der Eddie und der Adam vielleicht auch mal sagen, du, jetzt reicht's dann auch, und da müssen wir die nächste Garde, die nächsten Leader auch bereit haben für unsere Zukunft. Und Alexei freut sich auf uns, ist absolutes Commitment, auch in die zweite Liga zu kommen und den Weg mit den Löwen zu gehen, und wir freuen uns auf ihn. Und dazu haben wir auch eine kleine Vorstellung vom Alexei, die gucken wir uns jetzt mal an. Hallo Löwenfans, ich freue mich auf die kommende Saison mit euch und die Zeit in Frankfurt. Bleibt gesund, wir sehen uns in der Halle. Ja, dann mal herzlich willkommen, Alexi. Wie geht's weiter? Was ist die nächste Verpflichtung? Verkündest du heute noch eine hier? Ja, ich habe ja schon ein bisschen, habe ich mich ja schon locken lassen, habe schon ein bisschen was angedeutet. Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, wir haben ja jetzt die wöchentliche Sendung mit dem Löwengebrüll. Dienstag 19.30 Uhr, und ich denke sicher, dass wir da ein paar neue definitive Fakten auf den Tisch legen werden. Ja, super. Ja, hast du viele Informationen schon rausgelassen heute für unsere allererste Sendung. Jetzt kommen wir zur Rubrik 10 Worte, 10 Antworten. Du
kannst immer ganz kurz antworten. Ich sag dir ein Wort. Es beginnt mit Urlaub. Fällt wohl leider flach bezüglich Corona. Spaghetti Bolognese. Sehr lecker. Lieblingsort? Köln, dort wo meine Familie. Köln, ja. Dein Buch? Habe ich gerade ein neues begonnen zu lesen. Das heißt The Culture Code von Daniel Coyle. Jetzt, weil Corona-Krise ist, oder liest du eigentlich prinzipiell immer zwischendrin? Wenn ich Zeit habe, ich mache es eigentlich sehr gerne, wenn ich Zeit habe oder ich höre öfter Hörbücher, also ich muss sagen, ich habe mich eigentlich mehr auf Hörbücher beschränkt, weil ich das auch beim Autofahren, wenn ich mal Zeit habe, zwischendurch ein bisschen hören kann, oder wenn ich mal joggen gehe, dann höre ich meistens ein Hörbuch, um mich auch immer wieder ein bisschen so ich stehe so ein bisschen auf Bücher, die mich auch in Anfang schon ein bisschen weiterbilden, die ein bisschen mit meinem Job zu tun haben, wo mich ein bisschen so inspirieren. Ja, ja. Eissporthalle. Überragender Ort. Macke, Tick. Gibt so viele, ne? Ich esse immer Nachtschokolade, aber pst. Nachtschokolade, ja. Also kurz vorm Schlafen gehen nochmal, haust dir nochmal eine schöne. Ja, mitten in der Nacht. Wirklich? Da wachst du auch? Ja. Kommt durchaus öfter mal vor, dass ich nachts aufwache und dann einfach Schokolade esse und dann wieder ins Bett gehe. Hans Zach war ja ein Vollmilch-Nuss-Fetischist gewesen. Was ist bei dir? Schließe ich mich an. Ja, okay. Frankfurt. Tolle Stadt. Sicher mit die schönste Stadt, in der ich je gelebt habe. Und ich habe in vielen Städten schon gewohnt. Ist eine Weltstadt, ist eine Metropole. Hier gibt es viel zu erleben. Und natürlich Heimat der Löwen. Musik. Musik ist sehr schön und auch oft inspirierend, aber keine genaue Richtung. Okay. Sport außer Eishockey? Ja, ich versuche mich fit zu halten, wann immer die Zeit es zulässt, ein bisschen Fitness zu machen, ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Ausdauertraining, Laufen oder Fahrradfahren. Machst du auch eine Sportart? Also? Ja, wenn ich Zeit habe, gehe ich auch gerne Tennis spielen. Ja. Können wir mal spielen, ja. Und letzte Lieblingsverein natürlich außer den Löwen? Jetzt kommt's. Bayern München. Also du hast so schön heute hier geantwortet, muss es sein, können wir das rausschneiden, aber lassen wir es halt drin. Vielen lieben Dank, Franz David, dass du heute hier gewesen bist mit deinen Informationen und du wirst sicherlich in einer der nächsten Sendungen nochmal dabei sein und wieder was Neues verkünden. Vielen, vielen lieben Dank, Franz David. Fritz May. Sehr gerne und nochmal von meiner Seite, liebe Löwenfans, bleibt vor allem gesund. Und lasst es euch gut gehen, soweit es möglich ist. So, jetzt kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Das ist der Merchandise-Artikel der Woche, präsentiert, wer kann es besser, von der Nathalie. Liebe Löwenfans, in der heutigen Zeit sollen wir ja alle viel zu Hause bleiben. Und was machen wir da? Viel im Bett liegen. Damit es auch super schön wird und wir uns alle wohlfühlen, empfehle ich euch, die Löwenbettwäsche. Aber nicht vergessen, Gamerlose dazu bestellen im Onlineshop. Bis zum nächsten Mal. Abschließend kommen wir zu unseren Dauerkartenpreisen. Wir wollten ja jeden Monat 10 Preise verlosen. Und der Februar-Dauerkartenpreis, das war ja eine Auswärtsfahrt zu einem Playoff-Spiel, konnten wir leider nicht einlösen. Das wird natürlich dann nachgeholt in der neuen Saison. Dann fahren wir dann irgendwann gemeinsam mit diesen 10 Gewinnern zu irgendeinem Auswärtsspiel. Im März gibt es ja die Lenny Kravitz-Tickets zu gewinnen. Also, wer noch keine Dauerkarte hat, heute ist ja der 31. Unbedingt jetzt gleich nach der Sendung seine Dauerkarte verlängern oder eben neu buchen. Dann seid ihr mit dabei im Lostopf und es wird auch viele tolle weitere Preise im April, Mai, Juni, Juli, August, September geben. Danke an dieser Stelle an bereits über 500 Leute, die ihre Dauerkarte für unsere Jubiläumssaison, für die Saison 2020-2021 bestellt haben. Sagt euren Freunden Bescheid, verschenkt die Dauerkarte, damit wir so viel wie möglich Dauerkarten haben für die neue Saison, wo es ja dann auch um den Aufstieg geht. Und auch
Danke für die Unterstützung für das imaginäre Spiel. Auch dort haben sie ja schon viele Fans sich Karten gebucht. Könnt ihr weitermachen. Alle Informationen lest ihr ja auch immer wieder auf unserer Homepage. Dann bitte ich euch, postet euer Feedback, eure Anregungen einfach hier unten unter die Kommentare in Facebook. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Nächsten Dienstag, 19.30 Uhr, das nächste Löwengebrüll. Bis dahin, bleibt gesund.